wenn Schwarz und Weiß zum zweiten Mal aufeinandertreffen. Dann wird es richtig frostig. Wir sind zurück in der Einhalregion mit neuen Charakteren, neuen Herausforderungen, alten und neuen Pokémon. Und natürlich auch Ein und Team Plasma sind dabei mit neuen Kyurem-Formen. All das und noch so vieles mehr, vielleicht auf diesem Channel, je nachdem, wie eure Meinung dazu ist. Und somit herzlich willkommen zum Let's Trailer, Let's Test, wie auch immer ich dieses Video dann genannt haben werde oder es noch nennen werde, weil jetzt ist ja die Zukunft von mir. Wenn ihr es seht, ist es bereits die Vergangenheit oder wohl eher eure Gegenwart. Wer weiß das schon? Ja, genug Paradoxum hier. Es geht mir um wesentliche drei Fragen. Frage Nummer 1 ist, wollt ihr überhaupt das Let's Play? Frage Nummer 2 ist, welche Technik soll ich einsetzen? Und dann Frage Nummer 3 ist, abhängig von Frage Nummer 1 und 2 natürlich, welchen Starter soll ich nehmen? Okay, zurück mal kurz zu Frage Nummer 1 und zwar, wollt ihr das Let's Play überhaupt? Es kann natürlich sein, dass die einen von euch sagen, ja, komm mal, ich will schon so viel Let's Plays und so, nicht noch eins, es wird überdrüssig und so. Oder ob ihr sagt, ja, noch ein Let's Play von White 2, in diesem Fall halt Weiß 2 Let's Play, ein Pokémon Let's Play. Ja, es wäre cool und so, aber bitte nicht jetzt, erst später, weil du halt schon so viele Projekte hast. Oder halt wirklich die dritte Variante, dass ihr einfach sagt, was, noch ein Let's Play von dir? Geh kacken, Mann! Oder halt, wörtlich übersetzt, nee, kein Interesse. Kann natürlich auch sein. Ja, soviel zu Frage Nummer 1. Jetzt zu Frage Nummer 2. Welche Technik? Es gibt da grundsätzlich drei Varianten. Und zwar die Capture Card, ein Emulator oder abfilmen. Ganz einfach, Leute, abfilmen. Das seht ihr, glaube ich, gleich hier im Test. Ja, genau, jetzt kommt die Sequenz dazu. Abfilmen, schön und gut, aber ihr seht schon, die Quali, obwohl ich jetzt hier eine neue Kamera verwende, ist nicht prickelnd. Zum einen das, zum anderen müsste ich jetzt noch eine, ich sage jetzt mal, eine besondere Sitzstellung finden, damit halt der Bildschirm nicht dauernd wackelt. Und ja, ich müsste auch die ganzen Lichter und so noch ein bisschen ausschalten, sprich hier bei mir im Zimmer das Licht ein bisschen besser timen, also timen, sagen wir schon, ein bisschen besser optimieren, ein bisschen besser verteilen und so im Zimmer, damit es nicht so auf dem Bildschirm spiegelt, reflektiert. Das wäre noch ein Grund. Ja, das wäre eigentlich schon alles Negative zum Abfilmen. Positiv halt, dass ich auch Verbindung zum Nintendo Network hätte, mit Tauschen und so weiter und so fort, Online-Battles. Ja, und halt Tauschen auch mit meinen anderen Editionen halt. Und da kommen wir auch gleich zum ersten, also den ersten zwei Nachteilen vom Emulator. Gut, ich meine, Emulatoren und ROMs sind natürlich nichts Neues, wird alles gehen, kein Problem. Das Problem hierbei sind halt zum einen halt Grafikfehler, die es geben könnte, Soundfehler vielleicht auch, habe ich jetzt zwar vorhin bei der White 2 Version aus Amerika, habe jetzt mal vorhin getestet mit dem Emulator, das klappt soweit. Hatte da allerdings beim Intro ein paar Soundbugs. Gut, ich meine, im Intro kann man immer noch ausschneiden, ist nicht so das Problem. Wenn es halt nicht beim ganzen Spiel auftritt, natürlich. Ja. Das ist Fehler Nummer 1 oder Nachteil Nummer 1. Nachteil Nummer 2 ist halt, wie bereits angedeutet, Nintendo Network, beziehungsweise früher noch Wi-Fi, wie es hieß, was dann nicht mehr so funktioniert. Und halt auch Tausch mit anderen Editionen, wobei ich glaube, wenn ich jetzt eine zweite ROM starten würde, mit Schwarz 2 zum Beispiel, müsste das Tauschen noch theoretisch funktionieren, müsste dann noch näher drauf eingehen, aber ich glaube, das könnte so klappen. Vorausgesetzt natürlich, es ist auf dem gleichen PC. Ich denke mal, das ist die Voraussetzung. Ja, das war Variante Nummer 2 mit Emulatoren, hat natürlich bessere, ja, allgemein auf bessere Auflösung und so weiter. Und Variante Nummer 3 wäre halt die Capture Card. Für den 3DS gibt es zwar, ist aber leider nicht legal, sprich ist illegal. Und zwar ist es eigentlich so, dass die von Nintendo direkt selbst kommt und wenn man da nicht irgendwie Mitglied ist einer, sag ich mal, einer Spielmagazins, also halt für die Berichte schreibt, Printscreens macht, Videos dreht und so, kommt man leider nicht in den Genuss einer solchen Capture Card. Und das heißt leider auch für mich nicht. Ich habe diesbezüglich auch schon mal mit anderen YouTubern gesprochen. Die sehen es auch genauso, dass es halt nicht so einfach ist, sich dann eine Capture Card zu besorgen. Und das halt einfach meistens einfach illegal ist.
ja, unser Problem ist halt auch, dass wir das Ganze verlöten so auf dem 3DS und ich bin da jetzt nicht so der Hirsch darin. Das heißt, er brauchte Hilfe dabei. Und ich bezweifle jetzt, dass mir da irgendwie eine Capture Card noch ins Haus geflogen kommt. Wäre diesbezüglich eigentlich froh, wenn ihr mir dann noch weiterhelfen könnt, obwohl, ja, wie gesagt, ich bezweifle ehrlich gesagt, dass jemand von euch da auch eine Ahnung hat, wie das funktionieren könnte. Oder ihr jemanden kennt, der sich damit auskennt. Klingt ein bisschen beschissen, aber ist leider so. Falls es doch sein sollte, könnt ihr es mir gerne in die Kommentare schreiben oder per PN schreiben. Da habe ich immer ein offenes Ohr dafür. Gut. Das waren die drei Varianten. Wäre ich auch froh, wenn ihr euch für einen entscheiden könntet, dann in den Kommentaren. Vorausgesetzt natürlich, ihr wollt überhaupt das als Let's Player. Wovon ich jetzt eigentlich mal ausgehe. Zumindest waren es bisher mal die Voransagen von mir, sind jetzt mal gut aufgefasst worden und ihr habt auch gesagt, ja, White 2 und so, mach nur, ist schön und so. Ungefähr so hat es geklungen. Damit wären wir bereits bei Frage Nummer 2. Frage Nummer 3 bezieht sich nämlich auf die Starter. Ja, da könnt ihr euch auch selber entscheiden, welchen Starter soll ich, vorausgesetzt wieder mal, ihr wollt das als Let's Player, welchen Starter soll ich denn bei Weiß 2 nehmen? Oder wenn ihr natürlich wollt, dass ich lieber Schwarz 2 Let's Playen würde, Let's Playen sollte, dann halt den Starter bei Schwarz 2. Aber es gibt auch einen Grund, warum ich Weiß 2 wähle, und zwar zum einen wegen Reshiram, weil es den ja da auch zu fangen gibt, das ist schon ja, relativ früh ist übertrieben, aber halt das erste der legendären Pokémon. Und ich finde Reshiram besser als Zekrom, von daher ist das eine Variante. Die andere Variante ist wegen den sonstigen exklusiven Pokémon. Zum Beispiel gibt es ja da bei Weiß 2 gibt es Elekid statt Magby. Und auf Schwarz 2 gibt es halt Magby statt Elekid. Und ich finde Elekid besser. Vor allem auch, weil man halt als Starter bereits Floink nehmen kann. Und da braucht man halt kein Feuer-Pokémon mehr wie Magby. Außerdem gibt es schon relativ früh auch Vulcano noch zu fangen, wie ich gelesen habe. Und daher, ja, wieso Magby nehmen, oder? Eine gute Frage. Daher lieber Schwarz 2, abgesehen davon gibt es ja auch Vashaquil, also diesen, kommt es mir gerade noch in den Sinn, also ein Adler da halt, aus der neuen Generation. Den gibt es ja auch relativ früh zu fangen und den habe ich eigentlich auch immer ein bisschen gefeiert, also sprich war halt immer ein bisschen gut und ich fand ihn auch immer ziemlich stark, vor allem als Flug-Pokémon, sicher besser als der andere Kauzer, den es da gibt. Ich habe jetzt keine Ahnung mehr, wie der hieß da in der deutschen Version, da waren immer so seltsame Namen. Seit der fünften, eigentlich schon seit der vierten Generation, aber in der fünften Generation sowieso. Wie zum Beispiel da irgendwie so ein Müll-Pokémon gibt es doch auch, oder wie ist das schon wieder? Irgendwie, ja, fällt mir jetzt nicht mehr ein, aber irgendwie gibt ja auch so ein Müll-Pokémon, sieht nicht nur so aus, das heißt ja auch so ähnlich. Oh je, das wird sicher lustig mit den Namen. Aber gut, ja, das war es eigentlich schon zu diesem Infotest-Trailer, wie auch immer. Ich bin schon sehr auf eure Meinung gespannt, bezüglich halt, ob ich es Let's Playen soll, wie ich es Let's Playen soll und welchen Starter ich nehmen soll. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zusehen und wenn alles klappt, das nächste Mal bei Weiß 2 oder Schwarz 2 oder auch gar nicht, oder halt bei einem anderen Projekt. Wie auch immer, ihr hört mich und, ja, seht mich nicht. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Ciao zusammen.